Hallo Jakob, schönen guten Tag. Sie haben eine Frage gestellt. Sie möchten eine Null erzeugen, wenn Sie leere Zellen haben. Ich habe jetzt mal das Beispiel hier der Wohnung A gemacht. Ich habe hier Räume geschrieben, Länge mal Breite. Und die Null ergibt sich automatisch, wenn ich meine Funktion setze. Wenn ich hier sage Länge mal Breite und gebe diese Funktion nach unten weiter, dann habe ich ja automatisch hier und da die Null, wo ich hier nichts eingetragen habe. Also die ergibt sich automatisch. Oder war Ihre Frage so gemeint, wenn Sie jetzt hier die Wohnung B haben und Sie haben hier einen Haken, das heißt, es gibt eine Küche, Bad und so weiter, es gibt aber keinen Technikraum. Und wenn Sie hier einen Haken haben, dann soll hier nichts passieren, ansonsten soll eine Null entstehen. Wenn Sie die Frage so gemeint haben, dann muss es hier mit einer Wenn-Funktion gemacht werden. Und zwar, wenn diese Zelle gleich leer ist. Leer simuliere ich wieder oder sage ich dem Programm wieder zwei Gänsefüßchen, dann denkt Excel, es soll einen Text eingeben und erzeugt ja praktisch die leere Zelle. Also wenn hier kein Text drin steht, dann mach eine Null, setz eine Null und sonst wieder eine leere Zelle durch zwei Gänsefüßchen wieder Excel gezeigt. So, und wenn ich die Funktion nach unten weitergebe, dann habe ich jetzt an diesen Stellen, wo hier nichts steht, eben auch die entsprechende Null. Und wenn es kein Badezimmer gibt, obwohl das wäre ja blöd, dann hätte ich hier auch eine Null. Deswegen, Jakob, ich weiß nicht ganz genau, welche Frage oder wie Sie Ihre Frage gemeint haben. Wenn eine der beiden Möglichkeiten Ihre Lösung ist, dann freut es mich. Ansonsten schreiben Sie mich bitte gerne wieder an. Danke und tschüss.